Stellen Sie sich vor, Sie leben als normaler Mensch im Byzantinischen Reich. Sagen wir als Händler oder Soldat oder Koch. Oder als normale Frau. Oder sogar als Sklave. Wie wäre das Leben für Sie gewesen? Wie hätte sich das Leben im Byzantinischen Reich vom Leben im früheren Römischen Reich unterschieden? Wäre es besser oder schlechter? Hätten Sie sich immer noch als Römer gesehen? Wären Sie immer noch wie die alten Römer in die Bäder gegangen? Hätten Sie die alten Götter Ihrer römischen Vorfahren noch verehrt? Oder hätten Sie schon lange Christus verehrt? Würden Sie noch zu den Spielen gehen? Gab es überhaupt noch Gladiatorenspiele und wenn ja, welche? Oder gab es nur die Pferderennen? Und wenn ja, wie lange? Fragen über Fragen. Lassen Sie uns also versuchen herauszufinden, wie es gewesen sein muss, im Byzantinischen Reich zu leben. Bevor wir erforschen, wie das Leben als normaler Mensch im Byzantinischen Reich war, ist es zunächst interessant zu verstehen, was das Byzantinische Reich war und was der Begriff bedeutet. Dieser Begriff ist eine Erfindung von spätmittelalterlichen oder frührenaissance-europäischen Gelehrten wie Hieronymus Wolf, der diesen Begriff irgendwann eingeführt hat, um das spätere Oströmische Reich zu bezeichnen. Aber dies war ein abwertender Begriff, da die Europäer es nicht mochten, die Bewohner dieses in Frage stehenden Reiches, Oströmer, und ihr Reich, Oströmisches Reich, zu nennen. Warum nicht? Nun, weil sie sich selbst als die wahren Nachfolger des Römischen Reiches mit ihrem eigenen Heiligen Römischen Reich sahen. Und so wurde ein Begriff eingeführt, der die Oströmer als nicht echte Nachfolger des Römischen Reiches delegitimieren würde. Noch mehr. Der Begriff an sich macht keinen Sinn, da die Stadt Byzanz, nach der dieses Reich benannt ist, aufhörte zu existieren, als sie vom Kaiser Konstantin in Konstantinopel umgewandelt wurde. Obwohl ich selbst auch kein großer Fan des Begriffs Byzantinisches Reich bin, akzeptiere ich seine Verwendung, weil es tatsächlich Sinn macht, ihn für den mittelalterlichen Überrest des Oströmischen Reiches zu verwenden, da die Oströmer im 7. Jahrhundert nach Christus eine große kulturelle Transformation durchliefen. Zurück zum Byzantinischen Reich. Im 7. Jahrhundert nach Christus ging der größte Teil der Territorien, die die Römer 700 Jahre zuvor erobert hatten, an das einfallende muslimische Kalifat verloren. Und mit diesen Verlusten endete nicht nur die Spätantike und das Mittelalter begann, sondern die Kultur wurde völlig umgewandelt. Und wir können sagen, dass das Oströmische Reich nach etwa 700 nach Christus bereits das Byzantinische Reich genannt werden kann. Was einfach bedeutet, dass es ein Überbleibsel des Oströmischen Reiches im Mittelalter oder die mittelalterliche Fortsetzung des Oströmischen Reiches ist. Das ist alles, was dieser Begriff bedeutet, wenn moderne Historiker ihn verwenden, da er heutzutage natürlich nicht gemeint ist. Nicht mehr als abwertender Begriff, sondern seine Verwendung wurde umgewandelt, um einfach das kleinere mittelalterliche Oströmische Reich zu bezeichnen. Und für mich ergibt es absolut keinen Sinn, das Oströmische Reich zum Beispiel im 4., 5. oder sogar im 6. Jahrhundert das Byzantinische Reich zu nennen. Denn in diesen Jahrhunderten war es immer noch das Oströmische Reich. Nachdem das geklärt ist, betrachten wir das Leben der Menschen in dieser mittelalterlichen Fortsetzung des früheren Römischen Reiches. Was war anders? Nun, wie Sie sich vorstellen können, war viel anders. Die mittelalterlichen Oströmer sahen sich natürlich weiterhin als legitime Römer, als die wahren Nachfolger des Römischen Reiches. Aber natürlich hatten sie nicht mehr viel gemeinsam mit den Römern der vorherigen Jahrhunderte und noch weniger mit den Römern des früheren Römischen Reiches oder der Römischen Republik. Man kann sagen, dass die Sprache spätestens nach dem 7. Jahrhundert fest griechisch geworden war, da Latein mit dem Untergang des Weströmischen Reiches in Vergessenheit geriet. Latein wurde im frühen 7. Jahrhundert nach Christus durch Griechisch als Verwaltungs- und Amtssprache des Oströmischen Reiches ersetzt. Und natürlich sahen die Oströmer sogar ganz anders aus als die Spätrömer. Ich habe schon zwei Videos erstellt, in denen ich erläutere, wie sich die Kleidung der Spätrömer von der der frühen Römer unterscheidet. Die Byzantiner ab dem Jahr 700 trugen jedoch wieder verschiedene Kleidungsstücke, obwohl sie viele Elemente aus der spätrömischen Zeit beibehalten haben. Die Männer trugen eine Chemise, ein langärmeliges Unterhemd, das von beiden Geschlechtern getragen wurde und einer heutigen Unterwäsche ähnelt. Nach der Chemise war das auffälligste Kleidungsstück die gegürtete Tunika oder der lange Chiton.
Es war nach der römischen Tunica manicata oder talaris gestaltet, einem Kleidungsstück mit langen Ärmeln, die mit dem Kleidungsstück geschnitten oder an den Schultern befestigt waren. Die Tunika fiel in einen geraden Rock und die Länge des Rocks variierte von unterhalb des Knies bis hin zum Knöchel. Eine andere Tunika, die Dalmatica, war weit verbreitet und ist das bekannteste byzantinische Kleidungsstück. Lockerer im Ärmelbereich wurde es ursprünglich über einer anderen Tunika getragen. Das Tragen einer Dalmatica kam dazu, diejenigen zu repräsentieren, die Priester oder Herrscher waren. Darüber hinaus glauben Historiker, dass fast alle byzantinischen Männer unter der Tunika eine Strumpfhose oder Strümpfe trugen. Es ist unbekannt, ob die Strümpfe Goddards waren, aber Historiker wissen, dass der obere Teil der Strumpfhose stets von der Tunika verdeckt sein sollte. Frauen trugen die Tunika und das Hemd etwas anders als Männer. Das Hemd würde an Handgelenken, Rock und Hals unter der Tunika hervorblitzen, wenn es getragen wird. Die Silhouette der Tuniken der Frauen war auch etwas anders als die der Männer. Die Tuniken der Frauen waren körperbetonter und erforderten daher häufiger den Einsatz von Gürteln anstelle von Gürteln. Die byzantinische Kunst zeigt, dass ein Gürtel auf mindestens drei verschiedenen Ebenen getragen wurde. Knapp unter der Brust, auf der natürlichen Taille oder knapp darunter. Auch die Ausschnitte der Frauen waren anders. Sie trugen immer noch Tuniken mit Schlitz- und V-Ausschnitt wie die Männer. Aber sie hatten auch einen dritten Typ, den Rundhalsausschnitt. Ein Kleidungsstück, das oft und nur von Frauen getragen wurde, war die Stola, das gleiche Kleidungsstück, das viele Frauen im vorherigen Römischen Reich ebenfalls getragen hatten. Basierend auf religiöser Kunst und seltenen Darstellungen anderer Frauen außerhalb des Hofes, haben Frauen, vor allem Verheiratete, ihre Haare wahrscheinlich generell in der Öffentlichkeit bedeckt. Außerdem waren sie leider wahrscheinlich in ihrer Bewegungsfreiheit auf den Straßen im Vergleich zu Männern stärker eingeschränkt. Die Kaiserin Theodora, Justinians Ehefrau, hat Gesetze zum Schutz der Frauenrechte erlassen. Zum Beispiel konnten Frauen nach ihrer Herrschaft leichter einen missbräuchlichen Ehemann scheiden lassen. Sie hob ein Gesetz auf, das Frauen bei Ehebruch tötete, und erließ Gesetze gegen den Menschenhandel mit jungen Frauen und Mädchen. Also würde ich sagen, dass Frauen im Byzantinischen Reich ein viel besseres Leben hatten als im Westen, zum Beispiel im Fränkischen Königreich. Eine weitere Sache, die sich recht drastisch von früheren römischen Zeiten unterschied, war natürlich die Art und Weise, wie Religion praktiziert wurde. Bis zum Jahr 700 war der Heidentum fast ausgelöscht. Es gab nur noch wenige Bastionen, wie die bemerkenswerten Maniats in abgelegenen Teilen der Halbinsel Peloponnes. Ich habe in diesem Video über sie gesprochen. Daher fanden in den größeren Städten des Byzantinischen Reiches wie Konstantinopel, Thessaloniki oder Athen normalerweise keine offenen oder wahrscheinlich sogar geheimen heidnischen Gottesdienste mehr statt. Die heidnischen Tempel waren alle geschlossen und in vielen Teilen verfallen, in Kirchen umgewandelt oder ihr Baumaterial wurde wiederverwendet, um neue Gebäude zu errichten. Daher würden sie als normaler Mensch natürlich eine der vielen griechisch-orthodoxen Kirchen besuchen, die im gesamten Byzantinischen Reich erbaut wurden. Eine andere grundlegende Veränderung in dieser Zeit war die römische Badekultur. Wenn sie im Jahr 700 in Konstantinopel leben würden, könnten dies möglicherweise einige der letzten Male sein, dass sie so baden könnten, wie es die alten Römer getan hatten. Die letzte Erwähnung, dass die Bäder von Zoixippus zum Baden genutzt wurden, stammt aus dem Jahr 713 nach Christus. Danach gerieten die Bäder immer mehr in Vergessenheit. Die Aquädukte waren während der persisch-avarischen Belagerung von 626 zerstört worden und nach den großen Katastrophen des Perserkriegs von 602 bis 628 und den späteren Verlusten an das muslimische Kalifat waren viele der Aquädukte in mehreren Städten tatsächlich zerstört worden. Und viele Städte waren von einem großen Bevölkerungsverlust betroffen und viele der Gebäude begannen zu verfallen. Konstantinopel hatte zum Beispiel im Jahr 700 nach Christus nur etwa 100.000 Einwohner im Vergleich zu 500.000 nur 150 Jahre zuvor. Große Teile der Stadt waren verlassen, ähnlich wie es Rom nach den drei Plünderungen im 5. Jahrhundert ergangen war. Ich habe in diesem Video hier über den überraschend verlassenen Zustand von Konstantinopel im Jahr 800 nach Christus gesprochen. Und so verschwand allmählich der alte Brauch des griechisch-römischen Badens. Diese alte Sitte überlebte nur in Form von Taufbecken. Aber sie waren rein für den Gebrauch in einem religiösen, rituellen Kontext gedacht und daher nicht dazu bestimmt, längere Zeit darin zu verbringen. Wie war es mit Spielen? Im antiken Rom konnte man im Kolosseum Gladiatorenkämpfe und Tierjagden sehen.
Sie könnten zu einem der vielen Zirkusse der Stadt gehen. Der größte war der Circus Maximus und unglaubliche Wagenrennen beobachten. War das auch im Byzantinischen Reich möglich? Nun, Gladiatorenspiele waren bereits im 5. Jahrhundert verboten worden. Tatsächlich ziemlich oft, was wahrscheinlich bedeutet, dass sie im 5. Jahrhundert noch heimlich stattfanden, aber in den späteren 400 Jahren verschwanden sie wahrscheinlich mit dem Fall des Westens und in Konstantinopel gab es zum Beispiel keine Arena mehr für Gladiatorenspiele. Im Zeitalter von Justinian konnte man in Konstantinopel natürlich noch unglaubliche Wagenrennen beobachten. Aber als das Reich sich ständigen Kriegen von allen Seiten ausgesetzt sah und als es Afrika, Ägypten und den Levant verlor, gerieten auch die Wagenrennen in Vergessenheit. Ab 700 nach Christus wurden Wagenrennen viel seltener und nahmen oft eher eine zeremonielle Rolle ein. Und dennoch konnte man selbst in den Jahren 800 oder 900 nach Christus noch selten zu besonderen Anlässen in das alte Hippodrom gehen, das wahrscheinlich schon in die Jahre gekommen war, und die Blauen und Grünen gegeneinander antreten sehen, wie in alten Zeiten, jedoch mit weit weniger Spektakel und Aufruhr. Die Rennen gingen in dieser reduzierten Form bis ins 12. Jahrhundert weiter, als das Hippodromgebiet allmählich an Bedeutung verlor und schließlich 1453 aufgegeben wurde, als Konstantinopel fiel, war das Hippodrom schon lange eine halb verfallene Ruine. Hallo liebe Freunde der spätrömischen Geschichte. Ich bin es, Sebastian, der Schöpfer und die Person hinter Majorianus. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung, aber ich brauche Ihre Hilfe, um Majorianus und den Kanal über spätrömische Geschichte zu unterstützen. Der YouTube-Algorithmus ist oft nicht freundlich zu Nischenthemen wie dieser. Daher benötige ich Ihre Unterstützung, um Majorianus aufrechtzuerhalten und weiterhin das spätrömische Reich zu erforschen, ohne es in einen Mainstream-Geschichtskanal verwandeln zu müssen. Bitte unterstützen Sie mich über Patreon oder YouTube-Mitgliedschaft. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Majorian selbst wäre stolz. Danke, Freunde der spätrömischen Geschichte. Und zurück zum Video. Da sie von der Kirche als heidnisch angesehen wurden, waren weltliche Theaterstücke um 700 nach Christus aus der Mode gekommen, aber kirchliche Theaterstücke könnten noch existiert haben, aber leider ist das nicht 100% bewiesen, sodass nicht bekannt ist, ob man noch ins Theater gehen konnte in 700 nach Christus, und natürlich konnte man zu den vielen Märkten der größeren byzantinischen Städte gehen. Konstantinopel hatte viele von ihnen, wo auch nach 700 nach Christus Händler immer noch Waren aus fernen Ländern verkaufen würden. Sie würden immer noch mit dem alten Solidus Singular oder Solidi Plural bezahlen, Goldmünzen, die seit der Römerzeit auf die gleiche Weise weitergeführt wurden. Und das würde so bleiben bis zum 11. Jahrhundert, als der Solidus stark entwertet werden würde. Ein Solidus war 420 volles wert und die kleinsten Zahlungseinheiten waren die Numi. Kleine Bronzemünzen, von denen 16.800 gerade einmal einen Solidus ergaben. Und wie steht es mit Sklaven? In der Antike war Sklaverei in Rom sehr verbreitet. Wie wäre es im Byzantinischen Reich gewesen? Wie viele andere römische Gewohnheiten nahm glücklicherweise auch die Sklaverei im Byzantinischen Reich ab. Die Rechte der Sklaven wurden nach und nach gestärkt, während die Rechte der Sklavenbesitzer zunehmend eingeschränkt wurden. Nach Kaiser Justinian galt das Töten eines Sklaven als Mord. Und Sklaven hatten deutlich mehr Rechte, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Nach der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts waren Sklaven bereits eine seltene Erscheinung. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Sklaverei trotz der zunehmenden Einflussnahme des Christentums und der damit verbundenen gesellschaftlichen Missbilligung immer noch legal war, selbst nach den 700 Jahren. So soll zum Beispiel Basil Tschirmierzen im 9. Jahrhundert 3000 Sklaven als Geschenk erhalten haben, und es wird auch gesagt, dass der Eunuch von Basil II. Einige tausend Sklaven besessen hat. Sklaven wurden immer noch in Konstantinopel verkauft. Und zum Beispiel während der Rückeroberung von Kreta wird berichtet, dass 200.000 Frauen und Kinder als Sklaven zurück nach Konstantinopel gebracht wurden. Aber solche Dinge wurden immer seltener. Und im 12. Jahrhundert hatten sich Sklaven langsam in Leibeigene verwandelt, die an bestimmte Landgüter gebunden waren. Im Grunde genommen das, was zum Feudalsystem werden würde. Auch die Nahrung änderte sich im Vergleich zu früheren römischen Zeiten. Der Fall Ägyptens, der Kornkammer des Reiches, führte zu einem Rückgang des Verzehrs von getreidebasierten Lebensmitteln aufgrund fehlender Getreideimporte.
Daher wurden mehr Fleisch- und Fischgerichte zur Norm. Brot in all seinen Varianten wurde jedoch natürlich immer noch verzehrt. Natürlich war die berühmte fermentierte Fischsauce, die die Römer mochten, genannt Garum, bis weit in die spätbyzantinische Zeit hinein sehr beliebt. Gesalzenes Schweinefleisch und Hühnchen waren beliebt. Rindfleisch weniger, da Rinder oft für Feldarbeit genutzt wurden. Wir entdecken eine reiche Vielfalt an Lebensmitteln, die ich in einem eigenen Video vorstellen werde. Natürlich wurde eine Vielzahl verschiedener Weine genossen. Tatsächlich waren byzantinische Weine in Westeuropa ziemlich beliebt. Aber wie steht es mit dem Wohnen selbst? Wie war das Leben im Byzantinischen Reich? Die Wohlhabenden besaßen oft große Häuser mit vielen Zimmern, Innenhöfen, Badezimmern, Gärten, Brunnen und sogar einer Kapelle. Die öffentlichen Räume solcher Häuser hatten Marmorböden und Wände, die mit Mosaiken verziert waren, während die privaten Räume wie Schlafzimmer, die normalerweise im zweiten Stock waren, bemalte Innenräume hatten. Aber die ärmeren Bürger in den größeren Städten, insbesondere in Konstantinopel, lebten in inselartigen Apartmentgebäuden aus Ziegel und Mörtel, ganz ähnlich den Insulae im alten Rom, und auch sie hatten viele Geschichten. Es gab kein fließendes Wasser, daher waren die Sanitäranlagen rudimentär, ähnlich wie im alten Rom. In ländlichen Gebieten könnte eine kleine Gruppe von Häusern gebaut werden, um ein Dorf zu bilden. Die zweistöckigen Gebäude hier waren unten für Tiere und oben für Bauern, mit einem Innenhof, der von einer Veranda übersehen wurde. Ländliche Häuser verfügten über kein fließendes Wasser und innenliegende Badezimmer. So können wir sehen, dass das Leben im Byzantinischen Reich in mancher Hinsicht sehr anders war als in früheren römischen Zeiten. In anderer Hinsicht jedoch immer noch recht ähnlich zu früheren römischen Zeiten war. Und daher konnten wir immer noch viele römische Aspekte bei den sogenannten Byzantinern finden, sogar nach 700 nach Christus. Bitte liken und abonnieren Sie, um keine Videos zur faszinierenden späten römischen Ära zu verpassen. Ich möchte allen danken, die Majorianus auf irgendeine Weise unterstützen, ob durch Patreon, YouTube-Mitgliedschaft oder PayPal-Spende. Danke für Ihre Unterstützung von Majorianus, um meinen Kanal über die späte römische Geschichte fortzusetzen. Für Informationen zum Zustand von Konstantinopel im Jahr 800 nach Christus, schauen Sie das Video in der oberen rechten Ecke. Falls Sie wissen möchten, warum ich den Begriff Byzantinisches Reich nicht mag, schauen Sie das Video in der unteren rechten Ecke. Nochmals danke an alle Freunde der römischen Geschichte, Gratias Tibiago und Bene Valete.